Die Vermögen der privaten Haushalte in Deutschland sind zwischen 2014 und 2017 weiter gestiegen. Das hat eine Studie des Forschungszentrums der Deutschen Bundesbank ergeben, die im aktuellen Monatsbericht veröffentlicht wird. Bereits zum dritten Mal haben die Forscherinnen und Forscher der Notenbank knapp 5000 Haushalte zu ihrem Vermögen und ihren Schulden befragt. Das Team um Tobias Schmidt und Julia LeBlanc haben die Ergebnisse ausgewertet. Die Vermögen haben sich auf breiter Basis erhöht. Vor allem die Vermögen der Immobilienbesitzer sind der Untersuchung zufolge gestiegen. Hauptgründe sind die gute konjunkturelle Lage in Deutschland und vor allen Dingen die Einkommenszuwächse über alle Haushaltsgruppen hinweg. Zu den Immobilienbesitzern oder die Immobilienbesitzer haben natürlich besonders von den Anstiegen der Immobilienpreise profitiert. Und auch Haushalte, die zumindest zwischen 2014 und 2017 Aktien gehalten haben, haben von dem Anstieg der Aktienpreise profitiert. Sowohl die Zusammensetzung als auch die Verteilung der Vermögen der privaten Haushalte sind im Zeitverlauf stabil geblieben. Die Vermögensverteilung stellt sich damit weiterhin als ungleich dar. So entfielen 2017 55% des gesamten Vermögens der privaten Haushalte auf die obersten 10%. Das sind Haushalte mit einem Nettovermögen von mehr als 555.000 Euro. Die untere Hälfte hatte dagegen nur einen Anteil von 3% am Nettovermögen. Im unteren Bereich der Vermögensverteilung ist besonders das Finanzvermögen wichtig für die Haushalte. Alle besitzen dort Finanzvermögen, während im mittleren und oberen Bereich der Verteilung dann zunehmend Immobilienvermögen oder auch Betriebsvermögen eine große Rolle spielen. Mit den Daten der Studie soll jetzt noch weiter geforscht werden. Primär geht es darum, dass wir uns über die finanzielle Situation der Haushalte in Deutschland ein Bild machen wollen. Und dieses Bild ist besonders wichtig für die Geldpolitik der Bundesbank und für die Wirkung der Geldpolitik auf Vermögen von Haushalten, aber auch beispielsweise für Finanzstabilitätsaspekte, zum Beispiel, wie ist die Verschuldung in Deutschland konzentriert, wie ist die Schuldentragfähigkeit der deutschen Haushalte gewährleistet. Die nächste Befragung der privaten Haushalte ist für 2020 vorgesehen.